Hey, ihr Höhlenmenschen da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Survival Games. Wir spielen auf der Map, Survival Games 7. Die habe ich schon ewig lange nicht mehr gespielt. Und ja, leider hat das beim letzten Video nicht so gut geklappt mit der Facecam, ne? Das war ja leider ein sehr... Oh, zwei Steinschwerter und ein Goldapfel. Not bad. So. Okay, hier laufen erstmal extrem viele zur Brücke. Und hier rum nicht so viele. Also werde ich erstmal hier rumlaufen. Aber ich weiß nicht, sind das insgesamt immer so viele Spieler? Das ist einfach too much. So, du wirst unser erstes Opfer sein. Nun muss Ting. Das klingt richtig japanisch, aber es sieht überhaupt nicht japanisch aus. So. Aua, ich häng fest, so. Rise up to the sky, you will die. So. Komm her, bitte, bitte lauf nicht so weit weg. Bitte nicht, ich mag das nicht. Mann, bitte. Okay, da vorne sind Leute, die sich gerade bekämpfen. So, beide abgestaubt, schön. Tja. Wenn man halt zu lange beim Boxen braucht, dann komme ich und staub halt einfach ab, damit das Ganze mal ein bisschen schneller geht hier. So, dann hole ich mir da vorne jetzt noch den Typen, der die ganze Zeit weggerannt ist. Ich gucke einfach mal, ob ich ihn erwische. Ich laufe ihn einfach mal hinterher. So, da ist er tot. Da hat er wohl jetzt ein bisschen zu lange geschrieben, das ist auch nicht so gut. So, perfekt, wir haben, sind ja fast, nee, wir sind nicht fast komplett ausgerüstet. Aber, ja, ein Brustpanzer wäre schön, Schuhe haben wir auch nicht, nein, leider. So, den Goldapfel packe ich mal hier hin. Denn, ja, na, ach, wir haben doch eh ein Radar. Ich dachte mir gerade so, hä, wo sind denn die Spieler? Ich finde das ja nicht, aber wir haben ein Radar. Dann laufen wir einfach mal dem Radar nach. Und hoffen einfach mal, dass wir hier in Teams verboten nicht auf irgendwelche Teams treffen. Das wäre sehr gut. Und ja, wo war ich stehen geblieben? Und zwar, das mit der Facecam hat leider nicht so gut funktioniert. Dafür gab es auch einen Grund. Und zwar, ich habe das ja mit OBS aufgenommen, wie ihr wisst. Und das Problem daran war dann, ich konnte zwar die Facecam aufnehmen, ich hatte die Facecam-Datei, aber der Hintergrund der Facecam war nicht transparent. Das bedeutet, ich konnte das nicht übers Gameplay drüberlegen, weil sonst einfach nur die Facecam zu sehen war und kein Gameplay. Das ist auch nicht der Sinn von dem, was wir wollen. Wir wollen natürlich Gameplay und Facecam haben, beides scheint aber nicht zu funktionieren und somit hat das auch nicht geklappt. Schade, aber naja, was soll's. Albino-Hecht, ich möchte dich gern töten. Bitte. Oh. Oh, oh. Dann esse ich schnell was und dann mische ich mich wieder ein. So. Jetzt gehe ich erstmal hoch, aber die haben sich wenigstens schon geboxt. Das ist dann nicht mehr so schlecht. So. Wir sind da vorne. Ich gucke einfach mal, ob hier schon gelootet ist. Oh Mann. Aber ich hätte gern seinen Brustpanzer. Das wäre echt... Okay, ich esse jetzt einfach den Goldapfel, Leute. Weil hier sind mir zu viele Spieler. Das ist mir sonst echt zu gefährlich. Oh mein Gott. Hier sind einfach alle Spieler, die jetzt gerade noch übrig sind. Hey, wie komme ich denn da wieder raus? Ich dachte, ich kann jetzt hier irgendwie so eine... krasse Abkürzung nehmen, aber das war es wohl nicht. Oh, oh, das Deathmatch beginnt in 60 Sekunden. Muss ich mich jetzt etwas beeilen? Oh. Oh, oh, oh. Der hat da hier wohl gerade nicht die Ausrüstung aufgesammelt. Habe ich Schuhe? Nein, aber ich habe drei Healpower. Doch, ich habe Schuhe. Und ich habe auch einen Bogen. Und einen Pfeil. So. Ich hoffe mal, dass wir den... JJ... Ich hoffe mal, dass wir den Typen jetzt gleich finden. Ich möchte den schon nämlich gerne noch vor dem Deathmatch erledigen. So. So. Und wir haben ihn noch down und er hat noch einen goldenen Apfel gehabt.
Den muss ich jetzt sofort essen, sonst bin ich am Arsch. Iss ihn doch, Thomas, iss ihn. So. Perfekt. Und jetzt haben wir auch noch ein paar Pfeile. Und dann heile ich mich jetzt noch. Ich musste jetzt einfach voll sein, Leute. Tut mir leid, auch wenn jetzt viele vielleicht schreiben, oh, jetzt hast du sie verschwendet oder so. Das kann schon sein, aber ich wollte das einfach. Oh, das ist diese Map, ne? Die ist schon wieder so ein bisschen... Ja, man muss sie mögen. So. Ich habe irgendwie gerade ein Piepen in meinem Ohr. Oh, die da unten hat ein Diamantschwert. Oh, oh, oh. Da muss ich aber echt aufpassen. Okay, die kommt hier entlang. Aber naja, die Deathmatch-Map ist gar nicht mal so schlecht. Aber wenn wir die erledigen könnten... So. Das war leider ein Abstauber, aber naja, was soll's. GG. Ich habe auch in der Runde abgestaubt, von dem her muss man sich da nicht beschweren. Und im Deathmatch ist es immer so, wenn man jetzt nicht gerade ein, ja, NP, er hat es eh selbst geschrieben. Es ist halt einfach so, einer hält sich meistens im Deathmatch zurück oder wenn es ein Vierer-Deathmatch ist, hält sich immer einer zurück, wartet bis die anderen gegen sich gekämpft haben und dann haut er einfach mit zwei Schlägen drauf. Dann kann er halt gut abstauben, aber das ist ja auch irgendwie in einer Weise eine Art vom Spiel und da würde ich jetzt nicht sagen, scheiß Abstauber. Natürlich wäre es geil, wenn man dann auch auf den anderen geht gleich, aber ich meine, ich bin ja auch teilweise nicht besser, ich staub teilweise ja auch in Runden ab. Vielleicht jetzt nicht immer im Deathmatch, da versuche ich schon immer schön drauf zu gehen, es sei denn, ich bin wirklich low equipped. Aber wenigstens haben wir den mit dem Dia-Schwert getötet und die Heal Potions haben wir ja schon davor verbraucht. Naja, ich würde einfach mal sagen, wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like. Ups, jetzt ist schon wieder hier, Einrastfunktion, wie kann ich... Hier, weg. Wie kann ich die denn beenden oder irgendwie? Schreibt mir das bitte mal in die Kommentare, das nervt mich schon ewig. Und ich würde einfach mal sagen, wenn es euch gefallen hat, haut rein, macht's gut und ciao.